Hallöchen, hier ist die Dörte. Ja, ihr Lieben, heute wird es bei mir ein bisschen Vintage, aber Vintage Light. Und schaut mal, schön, oder? Ich habe fünf schöne Karten gebastelt. Ich war ein bisschen bei Action, habe zwei Blöcke gekauft. Dazu passend, also zu dem hier, habe ich auch mal noch ein paar Wachssiegel gemacht. Habe ich nämlich heute gesehen bei dem Kanal von Christina. Die hat mir nämlich, kleiner Teaser, oder nee. Schaut mal dahin, wie das gebastelt wurde. Die hat mir so ein Siegel geschenkt. Aber ja, in dem Video geht es jetzt hier nicht um das Siegel, sondern eigentlich um diese Karten. Ich habe, wie gesagt, fünf Karten gebastelt. Ich war bei Action und habe mir mal ganz andere Blöcke gekauft. Und ja, daraus dann eben, wie gesagt, fünf Karten gebastelt. Vintage Light, wie gesagt. Ja, wenn du Lust hast und sehen willst, was und wie ich das gemacht habe, dann bleib doch gerne da dran. Nach dem Intro geht's los. So, ihr Lieben, ja, ihr habt schon gesehen, was ich gemacht habe. Ich weiß es ja nicht. Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall. Ich habe mein Teechen genommen, ne? Ganz gemütlich. Eigentlich habe ich gestern oder vorgestern ein Album angefangen. Das ist mein dicker Bruch, ich stehe. Jetzt wackelt es auch noch hoch. Und ja, das Album habe ich jetzt mal beiseite schon, weil ich war heute bei Action. Eigentlich, weil ich ein Papier, also weil ich einen Block gesehen habe bei Papierverrücktes, so ein, wo ich dachte, oh, den muss ich haben, aber. Also irgendwie Natures heißt ja, das ist auch einer von den neuen Blöcken. Und dann bin ich zu Action gefahren, unter anderem deswegen. Und dann habe ich mir ganz andere Blöcke gekauft, auch in einem ganz anderen Stil, weil die Blöcke, so ist das nämlich manchmal. Man zeigt hier Sachen und oder andere zeigen Sachen. Ich gucke ja nicht mehr so viel Howitz. Ich glaube aber, dass das neue Blöcke sind, die ich gekauft habe. Und dann fährt man da zu Action und guckt sich an und denkt so, nee. Irgendwie sah das im Video besser aus. Ja, und deshalb, ja, macht ja nichts, man kann sich dann trotzdem was anderes kaufen. Ich zeige euch das jetzt mal schnell. Also erstmal habe ich mir das gekauft. Das sind die neuen Designpads. Erst dachte ich so, aber wenn man sich die einzelnen mal anguckt, die sind eigentlich super. Da sind immer drei nicht foliert und drei foliert. Also entweder für Album oder ich dachte auch jetzt für mein Journal, weil, also für mein Dankbarkeit, wie gesagt, wie auch immer man das nennt, früher hieß das einfach Notizbuch, jetzt hat es diverse Namen. Ich schreibe da ja nur so ganz bisschen hintereinander weg ein. Also, wie das eigentlich Bullet macht, da kommt nochmal irgendwann ein anderes Video zu. Aber das sind schöne Sachen und das ist so schön matt. Ich denke mal, das sieht super aus. Wenn das schön auf eine weiße Karte, ihr wisst ja, das. Guckt mal, wie das schön aussieht. Eine Karte einfach nur ausgestanzt, fertig. Selbst die Folierung, also hier im Licht wirkt die gut. In echt, also im Tageslicht fand ich die nicht so geil. Also den habe ich mir gekauft, dann habe ich mir den gekauft. Davon habe ich schon zwei. Da ist mir aber gerade habe ich einen gekauft, habe ich auch Scheibeneiseisen gekauft. Und habe mir, der ist ausgelaufen in der Action-Tüte, ja. Und dann wartet hier oben, also ich habe die Blöcke noch. Weil ich finde den so toll. Den habt ihr ja auch schon in meinem Album gesehen. Ich finde auch das, also das kommt jetzt gerade cool rüber hier. Das glitzert so schön. Und auch sowas hier, ne? Also gerade auch für Journal oder mal für ein schönes Mini-Album könnte ich mir da hier, ne? Ich finde den einfach ein Knaller. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal gezeigt habe. Jedenfalls gab es den da heute nochmal. Und das ist auch so zauberhaft Frühling, ja. Also ich zeige euch hier jetzt nur ganz schnell die Blöcke, weil es gibt sicherlich. Oh, das ist auch so toll, Valentinstag, ne? Sag mal. Standst du auch einfach nur ein Rechteck aus, auf eine Karte drauf, Happy Valentine und fertig, ne? Vielleicht noch ein Herz dazu ausgestanzt. Ja, easy peasy. So sind jetzt meine Ideen gesprudelt, deswegen habe ich mir die Blöcke gekauft. Dann habe ich mir mal einen ganz anderen Stil gekauft. Ihr werdet jetzt sagen, ach nee, Dörte, das bist du doch gar nicht. Aber doch. Ich bin ja gerade im Junk Journal, im Junk Journal, im, ja, genau, die Farben sind so Junk Journal. Ich bin ja gerade im Mini-Album-Fieber und früher, als ich noch keinen YouTube-Kanal hatte, habe ich immer so gebastelt in so einem Vintage-Stil und ich habe hier heute die Kamera extra mal ziemlich weit oben, weil das ist so ein Träumchen, oder? Also der ist jetzt nicht für Karten, aber das ist schon mal auch ein schöner Fotohintergrund. Man könnte auch ein schönes Layout machen. Das wollte ich ja auch immer mal mit euch machen. Dann das hier. Ja, das nicht so, aber hier. Ich Opfer habe mir von dem Block gleich zwei gekauft, weil es sind zwar immer zwei Blätter drin, aber manchmal, gerade so für Alben oder so,
bin ich jetzt doch immer so der Typ, ich möchte gerne auch mal, also alle gleiche Seiten zum Beispiel oder so. Und hier, das ist auch total schön. Da dachte ich jetzt schon, ich habe ja Lust auf ein Live, da bin ich noch hin und her, ob wir einfach mal nur so eine Karte basteln. Jeder bringt mit, was er hat, sozusagen, und wir basteln drauf los und quatschen ein bisschen. Oder ein Leporello-Mini-Album, und dafür ist ja sowas auch immer prädestiniert. Und dann hier, ne? Das ist auch ein Träumchen. Und viele sagen dann immer, oh, ist ja Vintage, ist gar nicht so mein Ding. Aber nee, das sieht einfach zauberhaft aus. Das ist eine schöne, leichte Karte hier auf Weiß. Einfach nur ein bisschen auf Weiß drauf. Fertig, genauso das hier. Das sind eigentlich auch so Journal-Kärtchen, deswegen habe ich den auch gekauft, weil der auch fürs Journal oder fürs Tagebuch oder ein Mini-Album passt. Das kann man auch schön für eine Karte nehmen. Ja, also wie gesagt, ich habe ja auch vor, jetzt gleich mit euch im Anschluss mal, also ich weiß nicht, ob wir das zusammen machen, aber ja, hier auch, das sieht man jetzt vielleicht ja nicht so. Ich habe extra schöne Tellet-Licht hier an. Das sind ganz zarte so Blümchen, die durch die Gegend wehen. Das ist auch ein tolles Papier. Also ich finde die halt alles schön, das auch. Das sind alles schöne Hintergrundpapiere für Alben. Ja, auch sowas mal. Das kann toll aussehen. Wenn man ein Foto drauf hat, bisschen weiß hier. Auch schön. Fürs Cover. Fürs Cover. Ja. Das habe ich mir auch, wenn man mal einen Geburtstagskalender bastelt. Ich hatte ja auch schon, meiner ist jetzt schon ein bisschen überholt. Dazu gibt es auch ein Video. Wenn ich das finde, verlinke ich das mal hinten oder unten oder naja, guckt mal. Dann kann man daraus auch super einen Geburtstagskalender machen. Das war auch die Idee. Ich muss noch für eine Freundin was zum Geburtstag basteln. Eigentlich hatte ich am Wochenende, ich habe noch nicht fertig. Jetzt kommt das hier wieder dazwischen. Das ist eigentlich schon eine Seite für mein Notizbuch oder sonst irgendwas. Wenn ich das wirklich schaffe, regelmäßig schreiben in mein Notizbuch, dann ist es ja auch irgendwann voll. Und dann mache ich mir vielleicht selber eins. Ja, hier, das ist auch total schön. Kann man ausschnibbeln. Also wie gesagt, ich will ja damit gleich eine Karte probieren. Und hier, das, ne? Das ist doch ein Träumchen. Das hat ja nichts mit Vintage zu tun, finde ich. Den Block, den unterschätzt man. Den sieht man erstmal. Und dann, aber da sind so einzelne Blätter drin, so wie das. Finde ich total schön. Die sind schöne, ruhige Hintergründe, wo man mal seine Stanzen oder Sticker oder was auch immer verwenden kann. Oder einfach nur so mit einem Spruch drauf fertig. Ja, jetzt sieht das. Achso, und hier, die sind zum Ausschneiden. Ja, also hier fällt mir. Wie gesagt, manche sagen dann immer, das ist doch ja nicht Dörte. So, aber das ist schon Dörte auch. Das zeige ich hier nur nicht so richtig. Aber das ist auf eigentlich nicht Dörte. Aber ich fand den so schön. Der ist jetzt so, wie die Blöcke früher auch mal aufgebaut waren, meiner Meinung nach. Aber der ist, glaube ich, neu. Und das ist total kitschig. Aber ich möchte das gerne mal machen, weil der Block passt auch super, wenn ich mal wieder mit Formiran oder so irgendwas mache. Und das sind Seiten, die kenne ich schon manchmal von ganz früher, aber ich finde die echt schön. Außerdem zeigt sich das auch besser. Und hier, na, der ist ein bisschen, ist, glaube ich, ein Druckfehler. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Das sind auch so Basic-Seiten. Hier ist immer eine Seite so ein bisschen foliert. Hier, ne, also das weiß ich nicht, das müsste ich nicht haben. Hier ist es genauso, die Motive. Ich finde die so geil. Die erinnern mich so an, ich habe früher so eine, ist ja nicht, wie die heißen, so eine, ach, das hat so einen Namen, nicht Abziehbilder, sondern, ach, die hat man auch so gesammelt früher, also in meiner Kindheit. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, und die ein oder andere von euch kennt das bestimmt noch. Daran erinnern die mich total, und ja, ich kann mir das super schön vorstellen, wie gesagt, in einem Album, aber auch auf einer Karte mal. Und ich will das versuchen, euch zu zeigen, das in die Moderne zu holen. Das ist auch toll. Auch für eine Karte. Man muss sich das, also wenn man das in die Moderne holen möchte, dieses Vintage, meiner Meinung nach, muss man einfach nur mit ganz viel Weiß arbeiten. Und dann geht das. So ist mein Plan. Hier und ditte, finde ich auch. Also sowas hatten sie früher auch. Aber der ist noch schöner als früher. Fällt mir auch to toll. Also Hochzeitskarte, sage ich nur. Und irgendwie habe ich, ist ja sowieso alles Retro gerade wieder. Hier, der ist auch irre. Und da waren so, da, also bei dem. Bei den Rosen, Gott sei Dank, haben sie nichts foliert. Hier haben sie leider beim zweiten Blatt so ein bisschen foliert, aber das sieht man jetzt ja nicht so genau. Ist ja ganz zart, aber. Aber hier fällt mir auch gut. Hier ist alles nochmal ein klein. Da kann man Briefmarken draus machen. Hier sind die. Ja, aber es hat auch mal was. Wenn man das nur so als kleines, wie gesagt, gerade in Bezug auf diese Vintage-Karten mit diesen Formiranblumen oder überhaupt.
Ja, und das hier ist ja natürlich eindeutig schon Cover, ne? Das schneide ich so ab. Mein Buch, also das wollte ich auch nochmal sagen. Herzlichen, herzlichen Dank an alle, die dieses Video, das ist, ich habe ja dieses Video mit den Wintermäusen, dieses Album gemacht. Ich weiß, das ist super schnell, das Album, und deswegen wurde das auch so gut geklickt. Aber mit der, das hatte nach 3 Tagen, hatte das 35.000 Klicks. Und eins meiner besten Videos, was aber schon 2 Jahre alt ist, hat jetzt erst 35.000. Also das muss man sich mal überlegen. Das ist echt der Hammer. Was ein bisschen schade ist, die durchschnittliche Wiedergabedauer ist nur 2 Minuten oder anderthalb. Ganz komisch. Naja, aber wie gesagt, ich habe gedacht, was ist denn da kaputt? Das ist so krass geklickt worden. Und wie gesagt, hier kann man das auch anwenden bei diesen Seiten. Das kann man wunderbar. Dieses Album kann man mit allen diversen Papieren machen. Und hier. So, ja, noch foliert. Ihr fällt mir so ja ein bisschen mit Glitzer. Hier, die kann man super ausschneiden als Text für Alben oder auch mal um ein Notizbuch zu beschriften. Hier, das ist auch wieder Hochzeit. Wenn mal jemanden Hochzeit, also früher habe ich viel Hochzeit und Babyalben hier bastelt. Auch zum Verkaufen. Muss mal wieder welche einstellen. Ich habe, glaube ich, noch ein oder zwei unten drin bei eBay Kleinanzeigen. Und hier, da möchte ich tatsächlich versuchen, wirklich mal die auszuschneiden. Und das kann man auch mal auf eine Karte machen. Naja. So, das war das. Also mehr hatte ich. Na, mehr ist gut, war. Es reicht. Nicht gekauft, dann wollte ich euch noch zeigen. Irgendwann mal habe ich mir für mein Notizbuch hier sowas gekauft. Allerdings muss ich sagen, die kleben mir ja immer so schlecht. Also die habe ich ja für Karten. Da klebe ich die ja sowieso mit Kleber nochmal auf Cardstock. Da geht es aber so für einen Planer. Ich finde, die klebst du auf dem Paar, auf dem Plan, also auf die, gerade bei diesem Bullet Journal, bei diesen Seiten drauf. Und dann gehen die aber gleich wieder ab, ne? So, das habe ich noch gekauft. Und bei, das glaube ich, war bei Teddy und das war bei Woolworths. So für zum Päckchen packen, fand ich schön. Kann man sich auch selber machen. Habe ich bei Craftelier gesehen. Kaufe ich mir vielleicht irgendwann nochmal. Aber jetzt dachte ich auch hier erstmal fürs Osternest vielleicht jetzt oder mal für eine Verpackung, wenn man was zum Füllen braucht, was hübsch aussehen soll. Und dann sehe ich immer wieder auf Instagram und so. So eine Eislöffel. Und das sind hier auch mal kleine, da kann man auch total schöne Sachen mitmachen. Wollte ich, jetzt habe ich, ich brauche immer alles. Und dann habe ich noch mal bei Wulle so eine, ich habe auch so eine Fläschchen, die wollte ich mal ausprobieren. Von Wulle, ja. Woolworths. Wulle heißt es bei uns. So, ich mache noch mal aus und über Bastel. Entweder zeige ich euch gleich ein paar Karten, die fertig sind, oder wir basteln noch eine zusammen. Lasst euch überraschen. Ich hoffe, ja, wie gesagt, ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr die Blöcke schon kennt. Ich gucke ja kaum noch Hauls, weil ich auch eigentlich ja nicht so viel kaufen will. Aber naja, ihr wisst ja, wie das immer klappt. Aber bei meinen Actionblöcken ist es so, die kenne ich alle schon und denke so, oh nee, habe ich euch schon mal erzählt. Nee, habe ich jetzt keine Lust mehr drauf. Und manchmal braucht man so einen Block und ich möchte mir angewöhnen, wenn ich dann sowas spontan nochmal kaufe, Papier, dass ich es dann auch gleich mal verwende. Und wenn es nur 3 Karten wären. Ihr wisst ja, ne? Gut, lasst euch überraschen, was jetzt kommt. So, ihr Hübschen, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, weil ich doch ein bisschen was ausschneiden wollte. Aber ich fange mal mit der ersten Karte an, mit der einfachsten. Ich habe mir einfach aus diesem Sketchblock, den wollte ich jetzt auch unbedingt verwenden, habe ich mir hier die Mädels ausgeschnitten, weil ich die so niedlich finde. Und mit den Häschen dachte ich, passt vielleicht zum Frühling. Dann habe ich mir 2 Kränze ausgestanzt, einfach aus weißem Papier. Das ist hier, der ist mal von JM Kreation gewesen. Ich weiß nicht, ob es den gibt. Das ist schon, den habe ich schon ganz, ganz lange. Und dann habe ich hier einfach einen Stencil. Der ist von Create a Smile. Ja, der Name steht nicht drauf, aber könnt ihr einfach mal gucken, ob ihr was Ähnliches habt. Wenn nicht, wenn ihr ja keinen Stencil habt und nicht wischen wollt, dann könnt ihr einfach sprenkeln oder so ein bisschen wischen ohne Stencil. Ich will einfach nur ein kleines bisschen Hintergrund hier hinter meinen Kränzen haben. Ansonsten ist es eine ganz normale Grundkarte. Ja, und jetzt schau ich mal, dass ich das auch hinkriege. Eigentlich klebt man sich ja Stencil so fest, ne? Ist da ja alle. Ich habe hier auch noch ein bisschen Vintage-Foto dran, weil zuerst dachte ich, ich mache es mit Vintage-Foto. So, das hat jetzt noch nicht so richtig gereicht. Das war ja auch ein bisschen drüber gelangen.
Rand noch ein bisschen. Ja, und wie gesagt, beim Wischen nicht zu doll aufdrücken. Ansonsten seht ihr ja meinen Einerkranz, den halt nur so zur Hälfte, weil das Papier dann alle, weil ich nehme da immer Restpapiere. So, und jetzt klebe ich mir das auf. Hier kommt Formtape drauf. Und dann habe ich mir gedacht, kommt da unten ein Sprüchlein hin. Und dann sind wir schon fertig. Klebt das mal fest, dann mache ich ein bisschen schneller. Dann nehme ich mir hier noch so einen Gruß aus den Frühlingshasen. Und zwar Frühlingsgruß, weil ich dachte, jo, wegen den Häschen dachte ich irgendwie. Vintage Frühling halt. Und ja, da seht ihr, wie schön man die. Ich habe auch noch Jetzt mal Lodengrün. Was nehmen wir denn für eine Farbe? Wollen wir mal grün nehmen? Nee, ne? Nehmen wir Abendblau. Marineblau. Für diese kleinen Briefmarken da drin. Habe ich auch schon eine Idee im Kopf, aber ich möchte jetzt gleich Fernsehen gucken. Heute kommt Nord. Und da will ich. Hier unten hin machen wir das. Mutig drauf losgestempelt. Ich habe nichts drunter. War jetzt natürlich ein bisschen, aber cool. It's cool. Man könnte jetzt auch noch ein bisschen Nylongarn dran machen oder so. Oder ein Schleifchen. Da gucke ich gleich mal. Oh, ansonsten gefallen mir die Damen sehr, sehr gut. Vielleicht auch ein paar Steinchen. Moment mal. So, irgendwie ist mir auch noch ein bisschen nach Stempeln. Ich finde das hier so ein bisschen leer. Und hoffe, dass mir das jetzt gelingt hier. Das ist immer der zweite mit Espresso. Muss ich es jetzt eigentlich hier oben auch noch machen? Finde ich. So ist das immer. Spontan. Das ist der Zweig aus dem Frühlingshasen, den fand ich ja schon so schön. Jetzt bin ich ein bisschen aus dem Bild, wa? Och nö, können wir lassen. Könnte besser geworden sein, der Abdruck, aber da bin ich nicht so. Bin ja, hab eh schon, wie soll ich sagen. So, und dann dachte ich, Glitzis, das sind auch die Steinchen von den Frühlingshasen. Und schon ist er weg, der Piekser. Hier ist er. Das ist nur die Frage, grün oder blau? Ich glaube, ich bleib blau. Weil hier ist so ein bisschen Glitzer dran, ne, an diesen Mädels. Naja, jetzt habe ich doch wieder ganz schön viel drauf gemacht, aber irgendwie ist es zauberhaft. Ich hoffe, ihr fällt euch auch. So, für die nächste Karte habe ich aus dem gleichen Block, glaube ich, ja. Genau, auch aus diesem Block habe ich euch ja gesagt, dieses Papier, nicht diese kräftige Rosen, sondern diese schöne, habe ich mir einfach einen Kreis ausgestanzt und so eine Mattung, aber das kann man auch nur einen Kreis nehmen. Und dann habe ich mir hier die Schmetterlinge, die kennt ihr auch, wer von Action die Stanzen hat. Die sind auch von Action, so eine großen. Habe ich jetzt nicht parat, aber wer die hat, erkennt die. Also einfach ein paar Schmetterlinge, die können auch kleiner sein. Dann habe ich mir hier zur Hochzeit zwei Herzen, ein Versprechen, das ist von Stampin' Up. Und ja, ich überlege gerade, wie die Rosen richtig rum sind. Eigentlich wollte ich eine Querformatkarte machen und die beiden Schmetterlinge so, ja, das Paar sozusagen darstellen. Das
Nicht richtig ausgestanzt. Aber der hat schon von Anfang an nicht richtig ausgestanzt. Also hier vor allen Dingen. Aber ist egal. Da kommt gleich das Schild drüber. Und hier ist schon wieder der Pieker weg. Ich hatte den noch gerade. Hier ist er. So. Ja, das klebe ich jetzt einfach fest. Nee, erstmal überlege noch, ob oben oder unten den Kreis ab. Also ich will den Kreis ein bisschen abschneiden. Nee, ich werde den hier unten hinkleben. Und irgendwann muss man sich entscheiden und einfach, das mal jetzt noch, ob die Rose richtig rum ist. So. Und dann ankleben, weil sonst, jetzt habe ich da Kleber hingemacht, wo der nicht kleben muss. Weil sonst wird man nie fertig. So, ich mache das jetzt ganz nach rechts. Und so, dass meine. Ich habe ja hier so eine. Oh, jetzt klebt das schon. Dass die nicht so arg abgeschnitten werden. Jetzt ein bisschen dick. Oh, klappt ganz gut. So, jetzt die Schmetterlinge. Oh, seht ihr, jetzt ist alles raus. Und da einfach nur. Werde es jetzt noch nicht gleich festdrücken, damit ich nochmal die Position ändern kann. Zur Not. So, hier, das kriegt wieder Formtape. Da muss auch noch ein bisschen Nylongarn ran, finde ich. So, das wollte ich jetzt hier so drüber setzen. Und dann hole ich noch Nylongarn. Ja, den Kampf mit dem Nylongarn habe ich euch erspart. Da habe ich tatsächlich fast 2 Minuten für gebraucht, um das da vernünftig anzubringen. Ja, jetzt ist auch fertig. So, jetzt dachte ich, vielleicht der Rest, ja, den könnte man doch so schön hier rüber kleben. Oder? Oder nicht? Nee, auch nicht. Jo, schön, aber irgendwie, ihr wisst ja, wa? Ich glaube, da mache ich nur so Glitzis hin. Oder nee, könnt ihr ja mal manche sprinkeln, ja, mit Wink of Stella. Könnte ich ja eigentlich mal machen. Wenn mal was rauskommt, wa? Und den Glückwunsch, Gruß, den kann man ja dann innen einstempeln. Ja, ich lasse das jetzt so. Also, ich weiß nicht, ob man das fasse ich da auch noch hin. Das schneide ich vielleicht noch ein bisschen ab. Ja, also mir gefällt das ganz gut. Ich hoffe euch auch. Nächste Karte. Für die nächste Karte habe ich mir wieder dieses helle Papier und aber so ein, naja, seht's ja. Den habe ich mir schon mal auf Kartengröße zugeschnitten, ein bisschen weniger. Also ihr wisst ja, ich mache das immer so mit Anzeichnen. Also wenn die Karte halt 14,5 mal 10,5 ist, ist das vielleicht 14,2 mal 10,2 oder so. Und das andere Papier, das helle, schneide ich mir nochmal 5. Ich glaube, 5 mm kleiner. Ihr seht es ja hier, also so ermittle ich immer meine Größe. Jedenfalls beide Papiere habe ich an den Rändern jetzt distressed. Also mit meinem Distress-Tool kann man aber auch mit dem Fingernagel machen oder mit der Schere. Ansonsten seht ihr schon, was ich für Teile da verwende. Also ich habe mir so eine Blüte ausgeschnitten, so ein na, Fotorahmen. Wie heißt denn dieses? Oh, fällt mir nicht ein. Na. Ihr wisst ja, dieser Fotoapparat, wie heißt der denn? Polaroid. Und dann war ja bei dem Ausschneideblatt halt happy als so Fetzen gewesen. Das habe ich dann auch noch ausgeschnitten. Und ja, das alles drapiere ich jetzt übereinander. Das helle Papier
knickig, so ja, noch ein bisschen dabei reißig auch Kanten ein. Es war aber eher ein Versehen. Ich wollte es eigentlich nur so knicken, dass es so ein bisschen shabby, vintage, schick aussieht. Und ja, dann bringe ich alles übereinander und kämpfe dann noch ein bisschen, indem ich die ganzen Teile übereinander bringe und das Happy. Da habe ich auch Sachen rausgeschnitten, weil dann war auf einmal das P weg oder das H oder so. Ich weiß es nicht. Naja, also ihr werdet sehen. Da mache ich euch mal jetzt ein bisschen Musik an. Ansonsten kämpfe ich auch noch ganz schön mit der Schleife. Das habe ich auch rausgeschnitten. Also ja, ansonsten wird das eigentlich nur aufeinander drapiert. Ich mache dann Schleife nicht aus Nylongarn diesmal, sondern aus so einem, ich habe ja auch so ein Jute-Garn in Braun von Woolworths, glaube ich. Das zerfledder ich dann auch so ein bisschen und dann ist es zu kurz. Naja, also das ist ganz lustig. Ich war dann schon ein bisschen müde, glaube ich, oder so, keine Ahnung. Ich habe es euch aber deshalb eben auch in doppelter Geschwindigkeit gezeigt, weil an sich ist es ganz einfach. Die Teile, wie gesagt, habe ich mir per Hand ausgeschnitten. Ist also eigentlich für jeden machbar. Die Karte, dann habe ich am Ende noch ein bisschen Glitzis aufgebracht und das war's. Ja, also ich mache noch ein bisschen Musik an. Lehnt euch entspannt zurück oder bastelt mit mir mit. Ja, nächste Karte. Ihr seht hier, was ich verwende. Auf jeden Fall wieder dieser Faden ausgeschnitten und eine Blüte alles aus diesen Ausschneideblättern und eine Briefmarke. Und das andere helle Papier habe ich mir mit einer Stanze ausgestanzt. Meine Stanzen sind meistens von Crealease. Die habe ich bei Amazon gekauft. Könnt ihr gerne mal im Shop vorbeischauen. Ansonsten, ja, seht ihr, eigentlich ist eher ganz simpel, ne? Also mit Foamtape den Aufleger drauf. Ja. Teile drapieren dauert dann doch am längsten und vor allen Dingen wieder Schleife binden total lange. Deswegen habe ich das hier auch rausgeschnitten. Meinen Stempelspruch, den habe ich auch außerhalb der Kamera gestempelt, weil das dann alles da so verrückt war. Und der ist von Kartenkunst, wie ihr da seht. Ja, jetzt hier, wie gesagt, kämpfe ich erstmal, wo kommt die Schleife hin? Und dann auch noch, wie binde ich die Schleife zu, dass sie vernünftig aussieht? Ja, also wie gesagt, da gibt es jetzt wieder ein bisschen Musik, ansonsten gibt es nicht viel zu erzählen zu der Karte. Ich setze am Ende nochmal diese Tautropfen da drauf, die habe ich ja auch von Kaffee Konstanze. Und ja, ansonsten ist da nicht viel dran an der Karte. Ja, wenn ihr euch fragt, was ich darauf schmiere, das ist Multimedium Matt von Ranger.
So, ihr Hasen, im Intro habt ihr das ja schon gesehen. Ich habe außerhalb der Kamera noch diese schöne Karte gebastelt und zwar mit diesen ganz kleinen Motiven aus diesem Good Morning Blog, also der hier. Da ist ja so ein Blatt mit diesen ganz kleinen Motiven, einmal beglittert und einmal ohne Glitter. Ich habe extra jetzt bis zum nächsten Tag gewartet, wobei die habe ich gerade eben gebastelt. War dann echt schnell. Also ich habe diese kleinen Motive einfach ausgeschnitten und bin mit dem Fingernagel so ein bisschen am Rand entlang gegangen. Dann habe ich im Hintergrund ein bisschen gestempelt und ja, das ist, und die Zweige und die Blüten sind auch aus den Frühlingshasen, die hatte ich ja sowieso hier liegen. Und habe das auch so eine schöne, das ist von Neuser, ich habe ja so ein Kartenset von Neuser mir bestellt. Also bei Amazon bestelle ich das immer, das muss ich unbedingt noch in meine Favoritenliste aufnehmen. Weil die fällt mir total gut. Das ist genau dieses Kartenset. Ich weiß nicht, ob das dann die Bestellnummer ist. Also ich werde es versuchen rauszusuchen. Schaut mal unten bei meinen Amazon-Favoriten, weil das ist so toll. Das ist so ein bisschen wie Bütten, aber hell. Also so ganz doll helles Cremeweiß. Und das hat jetzt so toll, finde ich, gepasst. Und dann hat mich die Christina ja angesteckt, habt ihr ja schon im Intro gehört. Ich habe jetzt, wie gesagt, dazu gibt es diese tollen Briefumschläge, die sind sehr hochwertig. Und ich habe hier noch dann so ein Siegel gemacht mit diesen, also die Idee fand ich total schön von Christina. Also ist ja nicht von Christina, aber ihr wisst schon, sie hat es auf jeden Fall gemacht und hat mich gerade, weil ich nach dem Feierabend ihr Video geschaut habe. Und ja, habe ich, wie gesagt, zwei Siegel noch gemacht. Das hier, ja, da muss ich mal schauen, da muss ich, eigentlich dachte ich vielleicht zu dem blauen Block, aber jetzt habe ich ja eh nur die verwendet, egal. Ja, also wie gesagt, diese Karte hatten wir noch. Also ich finde die ein Traum. Ist meine Lieblingskarte jetzt geworden. Und wie gesagt, Vintage muss nicht oldschool sein, finde ich. Und ich habe, wie gesagt, extra jetzt auf Tageslicht gewartet. Dann die hier, weil dann sieht man erstmal, wie schön die eigentlich sind. Hier habe ich ja ein bisschen, jetzt bin ich ja ein bisschen gestruggelt mit dem Faden und überhaupt. Deswegen habe ich da auch nicht viel zu erzählt. Da war es dann schon spät gestern Abend. Und ja, das ist so total süß irgendwie. Aber selbst ohne Stempel und Zweige würde das auch gehen. Aber ja, ich mag die auch total gerne. Also ja, da seht ihr mal, manchmal ist es echt gut, sich was zu kaufen und dann sofort loszulegen oder halt einfach zu lassen, also nicht kaufen. Weil wenn man sofort loslegt, dann hat man die Idee, die man beim Kaufen hatte. Also so ist meine Meinung. Weil, ja, früher wurde ich ja bei Stampin' Up, wo ich Demo war, dazu gezwungen, die Dinge gleich zu benutzen. Das war manchmal ja nicht so schlecht. Aber wie gesagt, also mein Favorit, wie gesagt, ist die Karte mit dem Umschlag. Muss ich mal gucken, wem ich die schicke. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, mein Video hat euch gefallen. Wenn du neu bei mir bist, würde ich mich wirklich freuen, wenn du mir ein Abo dalässt, ein Däumchen, einen Kommentar. Schreibt mir doch gerne, was ihr euch wünscht. Und wie gesagt, könnt mir auch gerne mal schreiben. Also, wobei, ich glaube, wenn das Video kommt, werde ich den Livestream schon geplant haben. Also nächsten Sonntag, kommenden Sonntag habe ich das eigentlich. Nee, stimmt nicht. Doch, am 21. möchte ich das gerne machen. Ich glaube, das ist ja so. Egal, schaut mal unter Lives. Da dachte ich, oh, basteln wir ein bisschen, mal gucken. Aber ja, ich hatte jetzt wirklich viel Spaß. Jetzt mache ich mein Album gleich weiter, was dann irgendwann auch kommt. Und ja, dann bedanke ich mich. Jetzt habe ich mich wieder total versabbelt am Ende, ja. Ja, also ich bedanke mich bei euch. Ich gehe jetzt putzen. Heute ist Freitag für mich. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Abend, Nachmittag, Morgen, Nacht, was auch immer jetzt kommt. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss.